Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Gothic. So, erstmal Entschuldigung, dass gestern die Folge ausgefallen ist, deswegen reiche ich die heute nach. Ja, also wie gesagt, ich habe ja Urlaub und deswegen relativ viel zu tun. Habe ein bisschen was anderes gemacht und deswegen bin ich nicht zum Aufnehmen gekommen. Ja, sorry, gell? So, ich weiß, wir wollten zu Cypher, aber da ja jetzt noch sehr früh am Morgen ist, werden wir das verschieben. Wir werden jetzt im Umland noch ein bisschen rumrennen, einfach ein paar Monster töten und ja, einfach sehen, dass wir ein paar Punkte jetzt zusammenkriegen noch. Dass wir so schnell wie möglich unseren Charakter leveln können. Ich möchte nämlich als nächstes, wie glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, die 20 Lernpunkte zusammenkriegen, dass wir dann erstmal. Einhand Stufe 2 machen können. Manche lernen eben gar So, da hat's Warane und Blutfliegen. So, na komm ran. Der möchte nicht, der Fliegerich. Und da möchte ich eigentlich nicht so nah ran, dass sie nicht alle auf einmal kommen. Weil sonst haben wir da wieder ein Problem. Nehmen wir Speichern jetzt mal auf den ersten. Na, wer ist der Nächste? Wer ist das nächste Opfer? Hallo, ich suche Opfer. Oh. Nein, 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 nein. Das sind, glaube ich, zu viele. Jetzt haut er wieder nicht zu. Alter Finne, ey. So, jetzt müssen wir erstmal schnell was essen. Achso, des Weiteren, ich habe geguckt, ob ich diesen Bug da wegkriege, aber das wird wahrscheinlich nichts, weil ich habe ja den Patch 107J, glaube, ist das drauf. Ja, es gibt den Car-Patch noch, aber das bringt nichts. Von daher müssen wir, glaube ich, damit leben. Ich habe noch
zwar noch einen Tipp gekriegt, was wir noch machen könnten. Und zwar wäre das das komplette Inventar verkaufen. Ist natürlich relativ schwierig, da wir da das beinhalten würde, dass das ganze Essen und so raus muss. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich das vielleicht machen kann mit in Truhen ablegen. Ob das funktioniert und ja, wenn das nicht klappt, dann haben wir ein Problem. Was es dann irgendwie zu lösen gilt. Weil wenn wir dann gegen mehrere Orks oder so kämpfen müssen, ist es sehr schwierig, hier durchzukommen. Ja, das dazu. Ich werde nach der Aufnahme auch wieder stoppen und die dann gleich rendern und hochladen, dass die dann halt ja mit ungefähr 24-stündiger Verspätung dann auch für euch da ist. Tju, das klappt ja eigentlich schon mal ganz gut wieder heute. Da können wir noch ein bisschen sammeln. Dann oben sind noch ein paar Barane. Da müssen wir auch mal gucken. So, haben wir noch was? Nö, nicht. Nicht weiter. Zwei, okay. Nun ja, schauen wir mal. Es wäre nämlich zauberhaft, wenn wir hier die ganze Scheiße auch noch weg haben. Solange es nur einfache Warane sind, geht das. Wenn dann Feuerwarane da sind, wird es, glaube ich, schwieriger. So, der hat sich schon bisschen fokussiert auf uns. Will aber noch nicht angreifen. Jetzt kommt er. Können wir von dem was looten? Nein, ne? Aber wir müssen jetzt essen, dass wir den anderen auch noch machen können. So. Und dann geht's jetzt auf den anderen noch drauf und dann habe ich jetzt noch nie gespeichert. Eieieiei. Und dann können wir mal gucken, wie es aussieht mit den Punkten. Ah.
gut, der ging wesentlich besser. Da hat es noch ein paar Mole Rats. Die nehmen wir uns natürlich auch noch. Punkte wollte ich gucken, ja. Ach du heilige Scheiße, ne? Das sind ja noch einige, die wir da brauchen. Fuck off. Na gut. So eine kleine Höhle. Mit einem Trank. Den werden wir jetzt gleich holen. So, die Pilze, die brauchen wir natürlich auch. Die Höllenpilze. Denn ab 50 Pilzen gibt es dann 5 Mana dazu. Und da ist noch eine Höhle. 50 Höllenpilze sind 5 Mana plus. Und warte mal. Ich hatte schon gespeichert, ne? Was zum Teufel machst du hier? Ich wollt nur mal hallo. Fester! Ich bin nicht mehr ganz sauber. Arsch. Du bist ein böser Junge. Ja gut. Das war eigentlich nicht so geplant. Ich glaube, das ist irgendwann nochmal ein Quest gewesen. Das werden wir aber erst später machen. Naja. So, dann werden wir jetzt mal weiter gucken. Was jetzt wieder? Jetzt habe ich doch eigentlich alles Mögliche gemacht, dass der wieder rund läuft. Und jetzt habe ich schon wieder FPS-Einbrüche. Grauenhaft, grauenhaft. Na gut, jetzt. Nö. Gucken wir mal. Das sollte man eigentlich schon noch so. Mal sehen, wo wir es noch hinkriegen. Da ist. Ach, das ist die eine, die vor uns abgehauen ist. Die holen wir uns auch noch. So. Sense. Leider noch kein Permanenttrank. Was noch ein bisschen schade ist. So, als nächstes denke ich mal, werden wir dann mit Höllenpilzen arbeiten, um die Lebensenergie dann hochzubringen.
und auch Mana. Da ich ja eigentlich eher Kämpfer als Magier bin und deswegen auch nicht weiter in Mana ausbilde oder mich weiterbilde, außer mit den Pilzen und Permanenttränken, sollte das eigentlich soweit langen. Ja, aber ob ich gegen die jetzt Schnitter habe, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Müssen wir erstmal schauen. Huch, wo bin ich denn jetzt hier wieder rausgekommen? Hier bin ich irgendwo rausgekommen, wo ich eigentlich noch nie hin wollte. Also, ja gut, hier können sie nie hochkommen. Hier bräuchte man einen Bogen. Hier müssen wir uns den Bogen besorgen. Dass wir da was machen können. So. Es müsste eigentlich bei Kavalon in der Truhe einer sein. Einige Truhen gehen ja auch automatisch auf. Die haben kein Schloss. Die können wir alle machen. Und alles andere, ja, müssen wir dann halt sehen. Da hinten ist noch ein Wolf, den hole ich mir jetzt auch noch. Das sollte ja jetzt auch gehen. Jawohl. Weiß nicht, ob er mir böse ist, wenn ich an die Truhe gehe. Also ich persönlich würde das ja auch nicht so begrüßen, wenn man mich hier beklaut. Aber er hat da nichts dagegen. Ist okay. Schon gut. So. So, was haben wir da unten? Das ist... Achso, nur ein Grafikfehler vom Busch. Nur ein Grafikfehler. Chef, ich guck erstmal hinten. Weil hier hinten hat es doch noch eine Tür. Nein! Ach du heilige Scheiße, da brauche ich einen Dietrich. Ja, zum Glück haben wir noch zwei gefunden. Da werde ich mir jetzt mal wieder mein Zettelchen nehmen. Ich schreibe mir das ja immer auf, was ich da machen muss. Okay. Aha. Weder links noch rechts. Wir kommen einfach noch nicht rein. Gut. Schön. Freuen wir uns. Oder auch nicht.
So. Naja. Chef? Okay. Geht das denn jetzt mit seinem Schlüssel? Na, super, super. Fackel. Schattenläuferfell, das bringt Kohle. Ein paar Pfeile. Kurzbogen, das ist sehr gut. So, jetzt tun wir nochmal schnell speichern. Und hängen uns hier mal in die Truhe. Na toll. Links, rechts. Ja, okay, aber da möchte ich schon gern nochmal laden. Weil drei abgebrochene Dietriche, das ist ein bisschen too much. So, jetzt haben wir Feuerball, Erz und ein paar Waffen. Dann werden wir mal gucken. Nö, eine bessere Waffe haben wir noch nie. Na gut. Wir müssen echt verkaufen. Es ist wirklich scheiße viel Zeug da drin. So, jetzt haben wir den Bogen wenigstens noch ausgerüstet. Und dann würde ich sagen, wir versuchen noch ein bisschen Plunder zu verkaufen, um ja, einfach wieder ein bisschen Kohle zu machen. Zeig mir deine Ware. So, er hat 200. So, als erstes mal Wert 100. Okay. Dafür gibt er mir 50. Das ist schon okay. Er hat auch noch Pfeile. Ich glaube, ich nehme gleich Pfeile noch mit. Kann man gebrauchen. Weil Schwerter haben wir eh genug, die wir ihm da andrehen können. So. Annehmen. Sehr schön. So. Ja, da wollen wir halt ein bisschen jagen jetzt in der Folge. Wir könnten... Ja, wir können eigentlich in der nächsten Folge gucken, dass wir von da oben nochmal auf die Goblins gehen. Mit dem Bogen. Mal sehen, ob das klappt.
Und danach werden wir, ja, einfach wieder weiterziehen und weiter jagen. Wie gesagt, wir brauchen die XP. Und das lässt sich leider nicht vermeiden, dass wir da auf die Jagd gehen. So, aber für diese Folge werde ich jetzt Schluss machen. Lauf jetzt noch bis zu der Stelle, dass wir in der nächsten Folge gleich von Anfang an die Goblins jagen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, entschuldige mich nochmal für die Verspätung der Folge. Und ja, wir sehen uns dann in dem Fall morgen wieder, wenn alles gut klappt. Und ja, wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns. Ciao, ciao!